Hier ist die Tagesschau. Schauen, das sind die Themen. Düstere Fantasiewelten. Und es wird ein schöner Sonntag, Gewitter möglich. Zu Beginn der Sendung zum spanischen König, zum Philipp Zahn. Doch diesmal ist es besonders. Ausgelassene Stimmung. Picknick auf dem heiligen Rasen. Beide Länder, Spanien und Italien, sind hoch verschuldet. Ställe und Scheunen zum Neubau, Giebeldach oder Flachdach, Flachdächer, Flachdächer, Flachdach, doch tempi passati, Flachdächer sind beliebt, total im Trend sogar. Ihre Zahl steigt steil an, Flachdächer, das Flachdach, ein Flachdach. Wie die blaue Kurve zeigt. Flachdächer, anders gesagt Dach. Lange stand das Flachdach im Verruf, vor allem das Abdichten der Dächer. Dichte Dächer zu bauen, Dächer sind jetzt heute dicht, die flachen Dächer sind dicht. Flachdachsituationen, Flachdach. Zugunsten der flachdächerigen Dachtypen viele Flachdächer. Er findet statt. Nein, er findet doch nicht statt. Doch, er findet nun statt. Ein Gipfel. Und dieser Brief kann sich sehen lassen. SRF-Korrespondent Peter Dückeli. Deutschland will Russland. Zitat: Wir werden euch wie weggewischt. Doch tempi passati, wenn es um die Lösung dieses Konfliktes hier im Osten geht. Fiktion, Alexandra Gubser. Sieben Königslande, in denen pausenlos intrigiert, vergewaltigt und übermäßig gemordet wird. Erzählstränge ineinander verknotet wie Zauberbohnen. Warum aber fasziniert diese mittelalterliche Anarchie dermaßen, in der jeder jeden meuchelt, gut und böse schneller die Seiten wechseln, als ein Pfeil fliegen kann? Diese Welt ist vor allem käuflich. So, das war's von uns für Sie. Jetzt gleich Meteo, das Wort zum Sonntag und Asraf Bedalüt. Uns von der Tagesschau sehen Sie, wenn Sie mögen, um 22.15 Uhr wieder. Bis dann. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Und jetzt die weiteren Aussichten. Wir gehen in eine Gewitterwoche rein. Eine ist mehr. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was halten Sie von Prostitution? Würden Sie gerne Ihre Tochter in dieser Tätigkeit sehen? Würden Sie als Mann gerne gesehen werden, wenn Sie die Dienstleistung einer Sexarbeiterin in Anspruch nehmen? Nein? Warum also tut unsere Gesellschaft so, als ob das Erotikgewerbe etwas ganz Normales wäre? Ich hatte damals keine Alternative. Was ist normal? Darüber müssten wir reden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.